Heute möchten wir Sie einladen, mit uns eine Zeitreise zu unternehmen. Wir besuchen die Burg Nassau. Das kleine historische Gemäuer zählt schon immer zu einem beliebten Ausflugsziel. 120 Meter thront sie über der Lahn und bietet einen traumhaften Blick. Aber jetzt bekommt man auf der Burg Nassau etwas ganz Besonderes geboten, nämlich eine Schauspielführung mit einmaligem Charme. Unten vor den Toren der Burg empfängt der Darsteller seine Gäste und lässt sie an der Geschichte und der Historie der Burg teilhaben. Die Besucher sind dabei, wenn Herr Pagenstecher auftritt. Herr Pagenstecher war vor vielen Jahren hier auf der Burg, und zwar tatsächlich er, und hat über dem Torbogen eine steinerne Tafel angebracht zur Feier des Hauses Nassau. Und er kommt nach vielen Jahren wieder und muss feststellen, sie ist verwittert und die Burg ist leicht zur Ruine geworden. Und er erzählt den Menschen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Herr Pagenstecher ist ein Fan von König Wilhelm, dem ersten König der Niederlande. Und dieser Wilhelm der Erste ist mittlerweile in Berlin verstorben. Und Herr Pagenstecher macht sich auf, ein riesiges Denkmal zu bauen. Das soll hier auf der Burg Nassau stehen und dafür sammelt er Geld. Das verrät er aber den Zuhörern erst ganz am Ende. Circa 45 Minuten dauert die Schauspielführung. Es werden verschiedene Stationen auf der Burg bespielt und in Szene gesetzt. Was kommt als nächstes? Ein Parlament wie in Britannien, gewählte Volksvertreter. Am Ende sind es noch die kleinen Bürger, die über die Geschicke des Landes bestimmen sollen. Das gäbe etwas Rechtes. Dann bräuchte das Volk keine Steuern mehr zu zahlen. Und ich habe hier die Burg Nassau kennengelernt, als ich vor einem Jahr Herrn Goethe in Obernhof auf den Goethepunkt gestellt habe, in Person. Und wir haben uns kennengelernt, Herr Keul und Herr Wenzel und ich, und wir waren der Meinung, hier oben auf der Burg Nassau passt es wunderbar, hier eine Kostümführung zu machen, so eine wunderbare Location, wie man heutzutage sagt. Und wir haben eine Figur uns ausgedacht, aus alten Quellen, viel recherchiert, ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, ein Vierteljahr Textarbeit und viele, viele Stunden der Probenarbeit und sind jetzt der Meinung, dass es eine wunderbare Kostümführung ist, um diesen Ort noch lebendiger zu gestalten. Für den Schauspieler Michael Speckmann ist es keine leichte Rolle, aber gekonnt zog er die Besucher der Führung in seinen Bann. Die Führung endet dann im Rittersaal der Burg Nassau. Wenn Sie jetzt auch einmal Lust haben, eine Schauspielführung auf Burg Nassau mitzuerleben, die Termine bekommen Sie natürlich im Internet. Aber natürlich hat die Burg noch neben der Schauspielführung viel mehr zu bieten. Und darüber möchten wir in einer der nächsten Ausgaben von Entdecke Rhein-Lahn berichten. Dankeschön. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Beitragsreihe Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis finden Sie jeden Dienstag und Donnerstag in unserem Programm.